Hallo zusammen. Neuer Tipp der Woche. Es geht ums Thema Sport auf Reisen. Was wir alles machen können, was für Übungen und welche davon wirklich mit wenig Equipment möglich sind, werde ich euch gleich zeigen. Zunächst aber erstmal noch kurz die Info und das wieder ins Gewissen rufen. Manchmal ist es auch sinnvoll, den Urlaub Urlaub sein zu lassen. Ja, also einerseits, wenn ich jetzt wirklich einen stressigen Alltag hatte, gut trainiert habe und jetzt mal die Pause brauche, nutzt das. Macht nicht zu viel, kommt mal runter, macht lockere Sachen, wandern, spazieren, lockeres Joggen, Fahrradfahren, Schwimmen. Das wird eurem Körper immer gut tun, ja, trotzdem aktiv zu bleiben, aber auch gleichzeitig den Körper ein bisschen runterfahren lassen, wenn wir das im Vergleich zu normalerweise hartem Training machen. Und auch leichte Kraftübungen, von den Übungen, die ich nachher zeigen werde, könnt ihr immer machen. Genauso, wenn ich auf Dienstreise bin und nur kurz weg bin, ja, und es eher mehr Stress hervorrufen würde, wenn ich das Training zwingend da irgendwie einbauen muss, als dass es Vorteile bringt, das Training zu machen. Einen Trainingseffekt bietet, genau derselbe Punkt, ja, da ist es sinnvoll auch mal ruhig zu machen. Nun, für den anderen Personenkreis, wo es darum geht, im aktiven Training zu bleiben, weil ich gerade super Fortschritte mache, weil ich gerade einen neuen Zyklus gestartet habe oder der Zyklus gut läuft, beziehungsweise ich habe einen Wettkampf nach dem Urlaub oder es ist einfach grundlegend wichtig weiterzumachen, ja, und ich fühle mich richtig super und brauche gerade keine Trainingspause. Dann gibt es viele, viele coole Übungen, wo wenig Equipment bis kein Equipment nötig ist, um einen guten Trainingsreiz zu geben, trotzdem sich weiterzuentwickeln, beziehungsweise zumindest die Körperform, den Status des Körpers zu halten, ja, und keine Muskulatur schwinden zu lassen. Am einfachsten und schnellsten umsetzbar ist das Laufen gehen. Ja, viele mögen es nicht, aber für das Kreislaufsystem und eine Grundlagenausdauer gibt es nichts Besseres als ein lockerer Lauf auf einem 150er bis 135er Pulsbereich. 40 Minuten bis Stunde und dann habt ihr definitiv die Möglichkeit, die Grundlagenausdauer und den Kreislaufkapazität zu halten bzw. sogar zu verbessern. Also Laufschuhe mitnehmen und dann habt ihr auf jeden Fall da schon mal ein gutes Tool, um im Kreislaufbereich gut arbeiten zu können im Urlaub oder auf Dienstreise. Und nun gehen wir über in die Kraftübungen. Was kann man überall machen für Push? Richtig, die Liegestütze. Da kann man natürlich ganz simpel normale machen, wir können aber auch die Negativbewegung mitnehmen und das ist echt ein effizientes Werkzeug, um dann noch mehr Reiz zu generieren, langsam ablassen und explosiv rausdrücken. Zudem könnt ihr natürlich mit der Entfernung der Hände spielen, umso enger, umso mehr Trizepsbelastung. Beziehungsweise für die, die mit Liegestützen jetzt noch nicht so weit sind, ja, ihr könnt gerne die auf Knien auch machen und auch da die verschiedenen Varianten durchspielen. Ja, so haben wir noch eine weitere Skalierung. Für Pull ist es immer sinnvoll, ein kleines Bänderset parat zu haben. Wenn ihr keins habt, gerne mal kaufen, das ist wirklich für einen schmalen Taler erhältlich und macht viel Sinn, kann man vielseitig nutzen. Hierbei schön unter die Brust ziehen, so richtig, richtig tief ziehen. Das würdet ihr einen Chest-Over-Pull-Up machen und die Schulterblätter hinten zueinander führen. Zudem könnt ihr mit dem Band auch noch eine weitere schöne Rückenübung, Bizepsübung machen, indem ihr euch draufstellt und dann schön eng vorbei am Körper zieht und somit das vorgebeugte Rudern imitiert. Core gibt es ganz, ganz viele Übungen. Ja. Vom Hollow Hold hier, je nachdem wie hoch eure Beine nehmt, umso einfacher wird es dann auch. Über die Tuck-Ups, ja, also die Hollow-Position mit Anziehen der Beine und leichten Sit-Ups zwischendrin. Oder klassische Sit-Ups, ja, hier gezeigt die Stricten ohne Schwung holen, immer sinnvoll, wenn wir natürlich Kraftreiz generieren wollen. Oder wir machen Leg Raises, ja, da gerne auch die Hände unters Gesäß nehmen. Und dann dieses leichte Rausdrücken nochmal, was ihr seht, wo das Steißbein abhebt, ist ganz wichtig. Klappmesser, auch ganz simpel, ja, aber effektiv. Wichtig ist immer, mit dem Oberkörper nochmal hochzukommen. Plank, Unterarmstütz, schön den Bauch einziehen, Bogenspannung aufbauen, ja. Und dann volle Festigkeit und ein Brett in der Luft sein. Dann, um langsam in die seitliche Bauchmuskulatur, die schräge Bauchmuskulatur reinzugehen, haben wir hier die Heel Taps. Beziehungsweise Russian Twist, dafür natürlich auch gerne ein leichtes Gewicht in die Hände nehmen, wenn ihr da was in der Nähe habt. Flaschen zum Beispiel, ein Sixpack oder sowas ist da gut. Side Plank, da gerne auch ein bisschen spielen mit dem oberen Bein, das könnt ihr abheben, dann wird das da Ganze ein bisschen schwerer. Unterer Rücken, Arch Hold in verschiedenen Variationen. Der klassische Hold, ja, wie hier gezeigt, dann könnt ihr das auch pulsierend machen. Zudem können wir einen Schwimmer machen, also Schwimmbewegung machen, hier bitte auch wirklich die Beine mitnehmen, ja. Oder auch noch eine weitere Variante, wenn ihr die Arme lang nehmt, dann eng nehmt und nochmal hinten diese pulsierende Bewegung macht. Gehen wir über in die Beine.
Für das Squat-Muster bieten sich natürlich die Air-Squats an, ja, ganz simpel und klar. Kein Gewicht oder irgendwas anderes nötig, einfach nur euer Körper und eine stabile Fläche. Gerne auch mit Goblet-Squats variieren, ja, also was Leichtes in die Hände nehmen. Ausfallschritte in verschiedenen Variationen, ja, das sind die Front-Lunges, also Schritt nach vorne, beziehungsweise die Rear-Step-Lunges, also die Ausfallschritte nach hinten. Oder wenn ihr Raum habt, auch gerne die Walking-Lunges machen, ja. Ansonsten tun es die ersten beiden am Ort natürlich auch. Um in den Hinge reinzugehen, also das Scharniermuster, ja, wo Kreuzheben natürlich der Klassiker ist. Wie hier gezeigt, wieder das Band zur Hand nehmen und dann entweder so reingreifen oder wenn ihr es euch schwerer machen wollt, natürlich weiter unten greifen. Und dann können wir so ohne Stange einen Deadlift imitieren, ja, und im Prinzip das gleiche Bewegungsmuster durchführen. Simpler wäre dann natürlich noch der Good Morning. Ja, auch hier könnt ihr das Band nutzen, indem ihr euch das um den Hals macht und dann reinsteigt. Ja, dann habt ihr da auch noch einen zusätzlichen Hebel und einen kleinen Schwierigkeitsgrad höher für Good Mornings. Ebenfalls hintere Kette jetzt schön, was jetzt bei den Squats nicht so belastet wird. So können wir das gut ergänzen und in die Hamstrings bzw. auch die Gluteen reinkommen. Hierfür natürlich auch die Glute Bridges, immer eine super Übung. Die könnt ihr auch einbeinig machen, um so ein bisschen aufzupeppen noch, weil zweibeinig ja doch auf Dauer nicht ganz so anstrengend ist. Ja? Somit haben wir auch die hintere Kette abgearbeitet. Und was immer geht, ja, das gilt jetzt egal, ob wir aktive Regeneration machen oder wirklich im Training stehen und weitermachen wollen. Yoga, wie hier gezeigt, jetzt in Form von dem herabschauenden Hund bzw. Cobra oder auch das Kind. Ja, gibt natürlich noch einiges mehr, was ihr machen könnt. Aber auch das Dehnen und bzw. Stretchen an sich sind eine grundlegend wichtige Sache und natürlich auch im Urlaub oder auf Dienstreise super durchführbar. Ja? Wenn ihr schon keine Zeit für ein Training habt oder sagt, okay, ich möchte es lieber mal ruhiger machen, dann dehnt euch zumindest. Macht Yoga, macht Stretching. Wenn ihr euch mobilisiert und flexibler macht, wird euch das definitiv positiv in eurer Leistungsfähigkeit bzw. Verletzungsanfälligkeit beeinflussen. Ja? Also nicht unterschätzen und auch das gut durchziehen. Ansonsten nochmal zur Erinnerung, angeteasert wurde es jetzt schon, die 6 Bewegungsmuster, in denen ihr euch immer bewegen solltet, sollten auch hier immer alle angegeben bzw. angesteuert werden. Ja? Push, der Druck, Pull, der Zug, Core, alles was die Stabilisierung der Körpermitte angeht, sowohl Bauch als auch unterer Rücken, Lunge, die Ausfallschritte, Squat, die Kniebeuge und Hinge, alles wo die Hüfte ein Scharnier bildet, also zum Beispiel Deadlift oder Good Mornings. Diese 6 Bewegungsmuster sollten immer in einem Training gemeinsam drin sein, in gewisser Weise, mal mehr, mal weniger. Aber so haben wir eine runde Belastung und arbeiten auch so, wie die CrossFit-Methodik das natürlich möchte, sodass wir ein runder Athlet sind und auf alles vorbereitet sind, was das Leben uns so bringt. Ja? Nochmal eine kleine Phrase zum Ende. Ansonsten für genauere Wiederholungs- bzw. Satzzahlen kontaktiert euren Coach. Ansonsten wisst ihr ungefähr, in welchem Rahmen an Wiederholungszahlen wir uns bewegen wollen oder müssen, um unseren eigenen Körper da entsprechend zu fordern. Und auch wenn ihr im Urlaub seid, könnt ihr natürlich hart trainieren, dafür wie gesagt dem Coach absprechen, um ein adäquates Programm zu bekommen mit genauen Wiederholungs- und Satzzahlen. Ansonsten wenig Bewegung ist besser als keine Bewegung. Und dafür habt ihr jetzt ein schönes Toolbook, Werkzeuge bekommen. Wendet diese an. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bei Fragen einfach melden. In diesem Sinne, eine schöne Zeit.